Wer ist Ah, da? freut mich. Krüger ist mein Name. Von EC Medien rufe ich Sie gerade an, ja? Von was? Sie, von EC Medien rufe ich Sie gerade an. Aha. Sie haben sich mal vor etwas längerer Zeit, als ich über Deutschlandkarte, PB-Karte, sich eine leckere Netto Aldi-Gutschein registriert, ja? Und es hat bei Ihnen geklappt, dass Sie jetzt zur deutschlandweite Finanzierung geschafft haben. Und Wow. unter den 10. Bitte? Ich sag, wow, klasse, danke. Entschuldigung, ich Oh, wollte Sie super. nicht unterbrechen. Entschuldigung. Ah, kein Problem. Ich habe gemeint, Sie haben das gesagt, dass wir Nein, was mal nein, fragen, alles ja? gut. Sorry, mein Fehler. Haha. Kein Problem. Dimitris heißen Sie, oder? Dimitris von Moskau, ist das Dimitri, Ihre ja. Frau? Ist Was? Ihre Frau oder heißen Was? Sie Dimitris? Dimitri ist doch kein Mädchenname. Ich weiß ja nicht, oder? Das ist eine. Okay, kein Problem, Herr Sommer. Sie haben sich mal für etwas längere Zeit, als ich über Deutschlandkarte, PB-Karte, sich eine Dekarabinett Aldi-Gutschein registriert. Und das hat bei Ihnen geklappt, dass Sie jetzt zur deutschlandweite Finanzierung geschafft haben und unter die 10 Finalisten gekommen sind. Herzlichen Glückwunsch, ja? Ja, vielen Dank. Und Sie bekommen den 200-Euro-Wertgutschein zugeschickt als Moabit 122a, oder? Ist das richtig? Ja, das ist meine Adresse, genau. Dann wird es dorthin geschickt, ja. 10 559 Berlin wohnen Sie? Genau, Berlin City. Berlin City. Und das den April 87 geboren, oder? Ja, klar. Alter Mann. Super. Na, nicht alter, mal junger Mann. Nein. Super, die Daten stimmen überein, ja. Ja. Und Sommer, in der Finalziehung haben wir jetzt 10 Finalisten, 5 Hauptpreise. Das heißt, Ihr Gewinnchancen liegen beim 1 zu 2, dass Sie einen dieser 5 Hauptpreise gewinnen können, ja. Und keine Cool. geht leer aus, weil alle Plätze belegt sind. Und erster Platz haben wir mit 50.000 Euro belegt, zweiter mit 35.000 Euro, dritter mit 10, vierter mit 8 und fünfter Platz ist mit 4.000, ja. Nur Dann immerhin. Sie Bitte? Ich sage immerhin, das ist auch noch eine Menge Kohle. Ja, ist immer Kohle, ja. Und wenn Sie letzter oder vorletzter Platz machen, ja, ist einer das letzte Mal so einmal für 2.000 Euro Einkaufsgutschein gegeben oder einmal E-Bike oder so Staubsauger Dyson oder Smartphone, ja. Alle glücklich nach Hause. Wie Stoma, gesagt, was Herr war mit dem Staubsauger? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Dyson, ja, das ist jetzt ein Trostpreis, ja. Wenn Sie kein Geld gewinnen, ja, oder So. erster, zweiter, dritter, vierter Platz machen, dann bekommen Sie andere Plätze, so diese Preise, ja, hat es jetzt mal gegeben. Trostpreise. Na gut. Und super, Herr Sommer, ja. Ich Wie freue gesagt, mich. Ihr Gewinnchancen liegt beim 1 zu 2, dass Sie einen dieser Preise gewinnen können. Sollte Klasse. es so sein, dass Sie einen dieser Bargeldgewinne gewinnen, werden Sie das Geld innerhalb von 24 Stunden auf Ihr eigenes deutsches Konto gutgeschrieben bekommen. Ja. Herr Sommer, Oh, und für Party. die Gutschrift, bitte? Ist eine Party, Mann. Ich freue mich. Da muss ich mir gleich nachher eine Flasche aufmachen. Haha. Ja, gerne, ja, dann bei der Finanzierung. Herr Sommer, die Sachpreise und die Gewinnunterlagen bekommen Sie an die Adresse zugeschickt und die Bargewinne werden auf Ihr eigenes deutsches Konto gutgeschrieben. Das haben Sie damals so bestätigt bei der Gewinnbestätigung, ja. Ja Und klar, wie soll das sonst gehen, ne? Herr Sommer, unsere Gutschrift der Bargeldgewinne benötigen einmal das öffentliche Überweisungsnummer, die DE-Nummer, wo Sie Was? das Geld dann haben möchten, ja. Wie lautet mir die Nummer zum Überprüfen einmal? Was soll denn eine öffentliche Überweisungsnummer sein? Das habe ich noch nie gehört. Ja, das ist die DE-Nummer, ja. Die was? Die DE-Nummer. Telefonnummer? Nein, nein, die, was auf der EC-Karte draufsteht, ja, die DE-Nummer. IBAN-Nummer, Kontonummer. Ja, richtig. Er sagt das doch gleich, das versteht doch jeder. Okay. Wäre ein bisschen einfacher, oder? Warte, muss ich raussuchen, habe ich jetzt nicht da, warte. Ja, warte, kein Problem. Ba, 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 bam, wo habe ich mein Portemonnaie? Ah, ich liebe das, so unvorbereitet kommen schöne Sachen. Oh. Wo ist das denn? So, kann losgehen. Ja, ich warte. Ja, ich auch. Sagen Sie? Ja, DE Ja? 727
805. Und dann kommt, warte, ich muss zählen. 1, 2, 5 mal 0. 1, 2, 3, 4, 5, ja. 3 mal 2. 3 mal 2, oder? Aha, oder 3, 2. Nee, 2, 2, 2, Blatt. Ja, okay, 1, 2, 3, ja. Und dann 8, 8. 2 mal 8, oder? Ja, ja, 8, 8, hab ich doch gesagt. Okay. Und dann 5, 0, 2, 2 am Ende. 5, 0 und 2 mal die 2? Richtig. War gar nicht so schwierig, ha? Nein, es ist nicht so schwer, ja? Nein, überhaupt nicht. Wenn das Nummer noch stimmt, dann ist es noch gut, ja? Also heute Morgen hat es noch funktioniert bei Netto. Das ist mein Lieblingsladen. Jetzt ist der Sparkasse Hochfranken gekommen, ja? Ja, klar. Super. Bei Sparkasse Mittelfranken hat er kein Konto mehr frei, wegen der hohen Nachfrage. Warum werden die Konten noch so nachgefragt? Wie, wegen Rainer, Mann. Kennst du Rainer nicht? Achso, wegen der Rainer, ja. Ja, wegen dem Rainer. Bist du auch ein Hater? Herr Sommer, jetzt, der Abteilungsleiter hat mir ein bisschen mit zugehört. Ja, ich möchte Ihnen mal gratulieren gerade. Ja, ja, gerne. Hallo, Herr Sommer, Meier, mein Name, Abteilungsleiter. Hallo. Der Herr Krüger, der ist noch neu bei uns, deswegen habe ich das Gespräch jetzt weiter übernommen. Aha. Herr Sommer. Und zwar hat er Ihnen nur schon was über die AGBs gesagt? Der hat mir den Preise vorgelesen. Was habe ich vielleicht gewonnen, ja. Ja, genau, zwischen 4.000 bis 5.000 Euro. Ja. Genau, genau. Genau, das. Und Ihre Kontonummer, IBAN-Nummer hat er auch schon aufgeschrieben. Sehr gut, das passt schon mal. Richtig. Alles. Und genau, dann sage ich Ihnen noch ganz kurz was zu den AGBs. Wir arbeiten ganz streng mit dem deutschen Datenschutzgesetz zusammen. Das heißt, alle Ihre Daten werden bis zur Finalziehung verschlüsselt und kodiert. Die Daten werden nach der Finalziehung alle gelöscht, Herr Sommer, ja. Die werden nicht an Dritte oder Zweite weitergegeben, dass Sie da Bescheid wissen. Ja? Naja, an also Zweite muss das ja gehen, sonst dürfen Sie ja da auch nicht mitarbeiten. Nein, wir sind ja jetzt der Erste, wo Sie. Sie haben sie ja. Nee, wir ich bin der Erste, jetzt, Sie sind der Zweite und Sie dürfen ja, es nicht an Dritte so, weitergeben. Ja. aber man sagt Zweite oder Dritte, ja. Weil wir sehen uns als Erste, sag ich mal, ja. Weil Sie müssen sie ja haben und wir sind der Erste und man sagt ja so, ja. Jeder ist sich selbst der Nächste, sagt man ja, ne? Genau. Ah, heute ist ein schöner Tag. Ich freue mich richtig. Ja, also ich freue mich auch, dass Sie was gewonnen haben und das auch bei der Finalziehung. Sie haben es auch in die deutschlandweite Finalziehung geschafft. Krass, Herr Sommer. Richtig das heißt, geil. Das heißt, von über 100.000 Menschen haben Sie es in den letzten 10 geschafft. Also das so ist, also Hut ab. Ja, weil sag mal, wann, der Payback, ich kann mich Payback da gar nicht dran erinnern, wann war das denn überhaupt? Und zwar, welche Karte benutzen Sie denn? Die Payback oder die Deutschlandkarte? Die Deutschlandkarte, Netto City. Deutschlandkarte. Genau. Und jeder, der diese Karte benutzt, ja, egal ob es jetzt die Payback oder die Deutschlandkarte, wird jedes Jahr automatisch registriert, Herr Sommer, ja? Ah. Nicht Sie, sondern die Agentur selber tut das alles reinwerfen in einen Verlosungskorb, ja, und da Aha. wird immer verlost, jedes Jahr. Und nur die gewonnen haben, werden jedes Jahr angerufen. Und dieses Jahr haben sie gewonnen, ja, und das ist das Schöne daran. Ja, hat sich deswegen die Scheißkarte ja gelohnt, Alter. Neulich habe ich Kiste Bier gewonnen. Und jetzt kriege ich hier vielleicht noch ein fettes Gewinn. Also, Sie haben jetzt 200 Euro Wertgutschein auf jeden Fall gewonnen. Die wurden 7 bis 10 Werkstagen zugeschickt. Das ist aber für Netto, ja? Wie bitte? Für Netto. Also. Wie? Nein, das ist ein individueller Gutschein. Was heißt das? Was heißt das? Den Gutschein, individuell. Das steht, Sie bekommen ja den Gutschein zugeschickt, ja, und da steht überall, wo Sie den benutzen können, ja. Zum Beispiel, Sie können damit Ihre Stromrechnung bezahlen von daheim, Sie können verreisen, Hotel und jede Menge Sachen also. Also den können Sie wirklich fast überall benutzen. Ja? Aber auch bei Netto, ja?
Ich denke mal schon, auch bei Gut. Netto. Wenn Sie bei Netto einkaufen, ich denke mal schon, Ja klar, ja? ich muss ja Ich weiter denke mal. mein Deutschlandkarte-Punkte sammeln. Dieses Genau, zum super, Beispiel. Also ich super denke mal. leckere, frische Super. Brot da. Das ist das Frischste, was ich je gegessen habe. Okay. Und was noch Sache ist, Sie kennen ja die Sendung beim Wer wird Millionär mit Günther Jauch bei Fernsehen, oder? Ja klar, Kennen den Sie das? lustigen Hamster, den kenne ich. Ich mag den, der ist Ja. cool. Und da bekommt ja jeder Teilnehmer den Stern als Sponsor, ne? Und bei uns ist es auch so, bei der Finalziehung brauchen Sie auch einen Sponsor und soll ich den Stern, das ist ja eine Zeitschrift, die deutschen Verlagshäuser bundesweit sind die Sponsoren. Welche Kategorie hätten Sie denn gerne? Was kann ich bei Ihnen für eine Zeitschrift eintragen? Wir haben zum Beispiel Wirtschaft, Nachrichten, Sport, Technik, Mode, TV-Zeitschrift. Welche darf ich bei Ihnen eintragen, Herr Sommer? Und das ist dann mein Telefonjoker oder was? Sponsor. Nein, das ist dann Ihr Sponsor, Wofür denn? Herr Sommer. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Tut mir leid. Damit Sie Ende des Jahres keine Steuern bezahlen müssen für den Gewinn. Beispiel, Sie haben jetzt 50.000 Euro gewonnen, damit Sie nichts versteuern müssen Ende des Jahres und damit Sie reibungslos Ihren Gewinn bekommen, ja? Dafür ist der Sponsor. Wie beim Günther Jauch, da kriegt ja auch jeder den Stern als Sponsor. Ich habe noch Den nie Stern, gesehen, dass meinst da du? eine Zeitung in die Hand gedrückt bekommt. Nein, in die Hand gedrückt natürlich nicht, aber der bekommt das nach Hause zugeschickt. Ja, wirklich? Ja? Ja, Jetzt natürlich, das weiß ich, ist wo die so. die ganze Kohle herhaben. Naja, einer muss ja bezahlen, ne? Einer muss ja bezahlen. Ja, Und ist das ist der so. Sponsor. Der finanziert das ganze Gewinnspiel und hier ist es auch so. Na gut. Der Hauptsponsor ist der Stern. Aber wenn Sie sagen, nee, Stern, das ist Nachrichten, interessiert mich nicht, dann können wir zum Beispiel TV-Zeitschrift nehmen oder Sport für Fußball oder Auto, wie Ja, Sie möchten. Auto klingt gut. Was gibt's denn? Von Einen welches? Moment, da schaue ich Tesla am mal. Ja, besten, will ich haben. Motorsport aktuell hätten wir, die Aha. Zeitschrift. Oder zum Beispiel Automotorsport hätte ich. Aha. Welches sollen wir eintragen? Wo ist der Oder Unterschied? Sportbild. Oder Sportbild Nee, Bild ist zum mir zu Beispiel. Unterschied. Okay, dann würde ich die Ding nehmen. Die Mein Ding? Motorsport aktuell. Motorsport aktuell? Ja klar, komm, Ja, scheißegal. okay. Nehmen wir die, weil. So, die würde zum Beispiel. Das ist ein 24 zu 22 Angebot, Herr Ein Sommer. was? Die würde. Ein 24 zu 22 Angebot. Das heißt, 24 Monate würden Sie diese Zeitschrift bekommen, Aha. ja, aber nur 22 Monate würden Sie die zahlen, weil die ersten 2 Monate wären gratis vom Sponsor. Die kostet auch nur 3,10 Euro, ja. Wie Aber wie jetzt? Ich dachte, gesagt, Sie ich habe was bekommen, gewonnen, Alter. Was ist das? ja, Sie haben was gewonnen. 200 € Wertgutschein plus Sie bekommen vom Motorsport aktuell vom Sponsor auch nochmal einen 200 € Gutschein. Das heißt, im Prinzip ist die Zeitschrift schon bezahlt, ja? Oh, Sie bekommen klasse. insgesamt 400 Euro und die Zeitschrift kostet nur 3,10 €. Ja, also Oh, das ist nichts. klasse. Und Sie sind bei der Finalziehung dabei. Der ist dafür da, der finanziert für Sie das ganze Gewinnspiel. Sie müssen nichts mehr dann bezahlen für diese Verlosung. Und wenn Sie zum Beispiel diese 35 oder 50.000 Euro noch dazu gewinnen, müssen Sie auch keine Steuern bezahlen. Dafür ist der Sponsor da, ja? Wie, Und der will da wenn die man halt das hat, Werbung muss machen. man keine Steuern bezahlen? Genau, weil Sie müssen dann, wenn Sie zum Beispiel Geld gewonnen haben bei uns, ja, normal muss man das ja versteuern, ja. Aber wenn Sie einen Sponsor haben, der finanziert das Ganze, dann müssen Sie das nicht mehr machen, ja. Für den Gewinn, Also nur für den Gewinn. der zahlt die Steuern dann oder ich muss gar keine mehr Genau, bezahlen? genau, genau. Sie bekommen komplett den Betrag ausbezahlt, was Sie gewonnen haben. Ach so, Beispiel, wie viel Sie haben kostet das denn 50.000, sonst? 3,10 €, habe ich doch Nee, gesagt, Motorsport aktuell. meine ich gar nicht. Dieses, wie viel muss man bei Scholz geben von das Gewinn? Wie nochmal? Ich habe Sie jetzt nicht verstanden. Nee, wenn die das übernehmen, wie viel würde das normal kosten? Boah, das weiß ich jetzt nicht, Herr Sommer. Keine Ahnung. So. Das weiß ich nicht. Okay? Sie bekommen jetzt nochmal einen Kontrollanruf, Herr Sommer. Das ist Ja, ha klasse. haben Sie Ihre Glücksziffer? Können Sie das nochmal aufschreiben? Das ist die 8. Ihre Glücksziffer ist die 8. Ach, das Weil soll ich wir jetzt haben ja 10 aufschreiben, Kilo. ja? Ja, bitte. Oder können Sie sich auch merken, wie Sie möchten. Wenn Sie Ja. jetzt nichts zum Schreiben da Also haben. dann ruft jetzt gleich noch mal einer an, ja? Genau. Die Oh. Kontrollabteilung ruft Sie an, ja. Ja? Da wird nochmal ein Datenabgleich gemacht, dass wir nichts an Ihren Daten verändert haben. Na gut. Da werden Sie gefragt nach Ihrer Glücksziffer. Das ist die 8, müssen Sie Aha. bestätigen. Von Ihrer IBAN nur die letzten 2 Ziffern. Das ist die 2-2 bei Ihnen, ja. Ja. Und da wird Ihnen auch nochmal gesagt, dass Ihr
Sponsorenzeitschrift, die Motorsport aktuell ist, dass die 3,10 Euro kostet, dass das ein 24-22 Angebot ist. Da wird ihnen auch gesagt, dass sie einen 200 Euro extra nochmal Gutschein Holidays Reisen Gutschein bekommen und dass sie den umwandeln können auch als Energiegutschein. Das heißt, von daheim können sie auch ihre Stromrechnung, wie gesagt, bezahlen. Aha. Je nachdem, ja. Und das Gespräch wird aufgezeichnet, ja, zu ihren Gunsten als Verbraucher, damit sie geschützt sind, ihre Daten geschützt sind, ja. Und das war's. Und wie das? Sie sich für diese Zeit... Wir haben das Gespräch, ist jetzt aufgezeichnet worden? Nein, das nicht. Das nächste Gespräch, ach, wo die so. Kontrollabteilung anruft. Das gut. Nicht. Und wer ist, ja, jetzt wer ist jetzt das Firma, was dieses Geschenk macht? EC, bei mir? EC Promotion und die Deutschlandkarte. Und EC wie EC-Karte oder was? Genau, EC Promotion. Okay, gut, ich freue mich. Okay. Können wir irgendwie so das, damit die keinen Fehler machen, noch ein Passwort aufschreiben für Rückruf? Sie bekommen ja, für einen Rückruf bekommen Sie, da können Sie auch... Ich kann Ihnen die Telefonnummer geben, wenn Sie möchten. Nee, der muss ja ein Passwort haben, weil das rufen ja so viele Leute an. Am Ende sage ich jemand falsch, ist meine Banknummer. Nein. Die Kontrollabteilung ruft Sie in den nächsten 2 bis 5 Minuten an und der wird dann auch direkt Sie mit Herrn Sommer ansprechen und dann wissen Sie ja, dass das von uns ist. Ja, aber mein Name steht bei Telefonbuch drinnen, weil jeder kann wissen, was ist mein Name. Und bei. Nein, er wird ja sagen, dass er von EC Promotion anruft. Dann wissen Sie es. Und ja, wie heißt der? Wie bitte? Wie heißt der oder die? Kontrollabteilung ist es. Ach so, okay, gut. Dann soll ich jetzt bei Telefon warten, ja? Genau. Wir legen auf und die rufen Sie an, okay? Aber das Kollege, was eben dran war, der kriegt jetzt kein Problem, weil der das nicht gesagt hat. Ja, das war ein netter junger Mann, ja? Nein, um Gottes Willen. Der Krüger, der kriegt keinen Stress, weil der ist noch neu und der kennt sich nicht noch so gut aus wie ich. Ich bin Abteilungsleiter, deswegen. Ja. Ach so, das neue Kollege, ja? Ja. Ja gut, dann liebes Grüße bei des Kollegen, ja? Danke, mache ich auf jeden Fall. Gut. Gut, Herr Sommer, haben Sie noch Fragen? Ansonsten werde ich Sie jetzt weiterleiten. Oh. Wir legen auf, wie gesagt, die Kollegen rufen Sie dann an. Du, mir fällt jetzt so nichts ein, du. Ich guck gleich mal, was der gut, andere mir noch erzählt. Und dann können wir dem ja noch mal ein bisschen Palaver machen. Ja, da dürfen Sie, da ist kein Beratungsgespräch, ist nur Datenabgleich. Wie gesagt, dauert nur 1-2 Minuten das Gespräch und fertig, ja? Ja, die Zeit habe ich aber auch noch. Super, alles klar dann. Dann bedanke ich mich. Ja, ich wünsche Ihnen alles danke. Gute, ja? Bis dann, Bruder. Sag hau rein. Danke. Ciao. Ciao. Was ein mieses Dreckspack. Der Abteilungsleiter fast noch unsympathischer als der andere, der wenigstens versucht, ein bisschen empathisch zu sprechen, aber seien wir mal ehrlich, die sind beide so dumm wie ein Meter Feldweg und damit will ich jetzt nicht den Zentralrat der Feldwegbesitzer beleidigen. Schauen wir, was kommt. Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag, wer ist da? Fatih Tegest, mein Name, EC Promotion Kontrollabteilung. Dimitri Sommer? Am Telefon. Schön, dass ich Sie persönlich erreiche. Sie hatten ja vorhin mit den Kollegen telefoniert gehabt bezüglich der Zeitschrift. Ja, wegen dem Gewinnspiel, was ich gewonnen habe. Ich bin nicht für das Gewinnspiel, ich bin für die Zeitschrift da. Ja, aber deswegen hat er ja angerufen. Genau. Genau. War der Kollege nett und freundlich zu Ihnen? Nochmal, was war? War der Kollege nett und freundlich zu Ihnen? Ich habe mit zwei gesprochen. Der erste, der war so ein bisschen langsam und der andere, der war wohl der Chef von dem, aber die waren beide cool. Okay, der Chef hat dann weitergemacht, weil hat ihm wohl nicht so gefallen, was der andere da gemacht hat. Und dann hat der mit mir gesprochen. Ich hoffe, der kriegt jetzt keinen Ärger, der andere. Herr Sommer? Ja? Wieso verstellen Sie sich? Warum mache ich was? Warum Sie sich verstellen? Verstehe nicht, was du meinst. Natürlich verstehen Sie, was ich meine. Was ist Problem? Wieso sich verstellen? Nein, es gibt kein Problem. Wieso verstellen Sie sich? Was willst du von mir? Oh, jetzt auf einmal, was willst du von mir? Vorhin war es, ey, der Kollege war nett und freundlich. Und jetzt, was willst du von mir, oder wie? Ja, ist so. Ja, jetzt ist so. Was ist los da drüben? Wo drüben? Bei dir, in Antalya. Bei dir, in Antalya. Bei mir in Antalya hier sehr, sehr gut ist. Und bei dir? Oh, hier ist auch gut. Schönes Wetter, ehrliche Leute, keine Betrüger. Meinst du, ich check das nicht, dass du dich verstellst, oder was? Na, das ist vielleicht sind die Kollegen ein bisschen dumm, aber denkst du, ich bin so dumm, oder was? Naja, wenn du so eine scheiß Arbeit machst und Leute am Telefon abzockst, dann bist du dumm, unabhängig von deinem IQ. Dann bist du dumm. Ist so. Oh,
Oh, du bist so kaputt, Alter. Warte, ich gebe dir mal meinen Kumpel. Warte mal kurz. Hallo, sag mal, du kannst nicht so mit meinem Kollegen reden, okay? Du kannst nicht so mit den Menschen reden, weil du meinen Motherfucker reit. Mein Herz geht kaputt. Alter, das ist nicht sehr freundlich. Du kannst nicht so, du geh dir richtige Arbeit suchen. Komm, du bei Indien Schuhe putzen machen, okay? Bei die Heide. Du musst Pachanga nachmachen, Alter. Mother Benzo. Patekate Puti, ja, ja, nee. Mimi hat der Puti gelegt, Galia. Mimi hat der Puti gelegt, Galia. Natürlich kann ich, das ist meine Heimat, okay? Kannst du mir jetzt eine türkische Lied singen? Ja, kann ich. Achala malachala, achala kala malachala. Oh, sehr gut, sehr gut. Kulturell sehr wertvoll. Das ist ja, sehr gut. Ja, ich hab hier ein Geschenk für dir, ein Original. Was für eine Misteratte, eine Dumme. Aber immerhin hat er gleich zugegeben, dass er in Antalya sitzt. Ah, EC Promotion. Herzlichen Glückwunsch, danke für den Anruf.